Mein Name ist Frederik Bussmann, Generaldirektor der Kunstsammlung Chemnitz. Ich begrüße sehr Franziska Reinbote, Malerin aus Berlin ursprünglich, aber auch in Leipzig. Mittlerweile in Leipzig. Leipzig, genau. Jetzt. Ich freue mich sehr, dass Franziska heute hier ist. Wir wollen über Malerei sprechen, wir wollen über Solar sprechen, aber vielleicht auch über Franziska Reinbote sprechen. Insofern herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben hier ein sehr großes Werk von Solage aus dem Pariser Musée de la Ville de Paris von Anfang der 90er Jahre. Reines Schwarz, reine Abstraktion, aber wenn man sich das Bild genau anschaut, gibt es sehr viele Linien. Das ist sozusagen von Weitem betrachtet erstmal das, was man wahrnimmt. Ein schwarzes Bild mit Linien, auf dem sich dann wiederum das Licht bricht. So würde ich sozusagen von außen mal rangehen. Was fällt dir, wenn du das Bild so siehst, dazu erstmal ein? Schönheit. Mir fällt Schönheit dazu ein. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick total simpel erscheinen mag und dieses Bild einfach nur aus Linien besteht, ist ja viel, viel mehr los auf der Bildoberfläche. Wenn man näher rangeht, sieht man, dass manche Linien viel weniger reliefig sind als die anderen. Das heißt, dass da eine ganz andere Bilddynamik irgendwie auch stattfindet. Und wenn ich mir das anschaue, habe ich das Gefühl, ich kann mich da stundenlang vor aufhalten. So, das finde ich schön. Also das macht irgendwie auch gerade jetzt diese neueren Arbeiten von Solage für mich auch aus und interessant. Es ist eine Farbe, schwarz, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise bricht, je nachdem, wie das natürliche Licht kommt, je nachdem, wie ich mich bewege, je nachdem, wie stark die Rillen sind. Er hat das ja alles gemacht mit einem Art Besen, einer Art Borstenkamm, die er ganz normal im Laden kauft. Das heißt, Solage ist ein Künstler, der sich von A bis Z alles sozusagen selber erarbeitet und selber formt, wie er es braucht. Ist das für Künstler heute irgendwie interessant? Ist das etwas, was komisch ist, was altmodisch ist? Oder ist das, ist das sozusagen ein Spleen? Warum macht er das? Also warum er das macht, weiß ich nicht. Aber ja, na klar, ist das interessant. Also so wie ich das verstanden hatte, war es ja bei Solage irgendwie auch eher eine Entscheidung, weg von einem herkömmlichen, oder weg von einer herkömmlichen tradierten Vorstellung von Malerei. Und das ist natürlich, wenn man das vergleicht, in der Zeit, wo er angefangen hatte zu malen, etwas anderes, als wenn ich mich heute 2021 dazu entschließe, ich möchte weg von einer tradierten Malerei. Das sind ja einfach ganz unterschiedliche Hintergründe, die dann damit reinspielen. Aber tatsächlich kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, es ist wichtig, wenn einmal die künstlerische Entwicklung in diese Richtung gegangen ist, auch offen zu sein dafür, eigene Mittel herzustellen oder mit eigenen Werkzeugen auch umzugehen. Du hast jetzt gerade gesagt, er hat hier eine eigene Bürste gebaut, um dann damit diese Riefen hinzukriegen. Ich habe quasi in den allerersten Versuchen, wo ich angefangen hatte zu malen, mir ein eigenes Malmittel hergestellt. Und das war quasi ein Farbteig aus ganz herkömmlichen Backzutaten wie Mehl, Backpulver, Eier, Öl. Das geht irgendwie auch und das funktioniert in dem Moment, wo dann einfach eine Überlegung hinsichtlich der künstlerischen Arbeit angestellt wird, die erstmal überhaupt nichts mit einer Malerei zu tun hat. Und das sind ja auch Offenheiten, die sich da auf einmal ergeben. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass das für ihn wichtig war. Ich weiß, dass es für mich wichtig war und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für jüngere Künstler von Relevanz ist. Also man schaut, was hat man und man stellt fest, das reicht nicht, das funktioniert nicht. Ich brauche mein eigenes Material, meinen eigenen Wege. Also tatsächlich war es bei mir so, ich habe gar nicht mit der Malerei angefangen, sondern war im Fachbereich Medienkunst, bin über Umwege dorthin gekommen, konnte mich daran erinnern, dass ich einmal einen Maltechnologiekurs beim Wolfram Ebersbach besucht habe, der uns erzählt hat, ihr braucht nur ein Hühnerei und Pigmente und daraus kriegt ihr ein Malmittel zusammen. Aber das stimmt gar nicht. Damit kann man ja gar nicht malen. Und das, was ich dann nachher im Zuge von, wie geht das jetzt, herausgefunden hatte, war eben quasi diese Teigrezeptur, mit der ich gemalt habe. Insofern finde ich das nachvollziehbar, wenn Solage irgendwie viele, viele Jahre vor mir, vor anderen Künstlern, eine Überlegung angestellt hat, wie kann ich denn noch Bilder malen mit Mitteln, die vielleicht nicht herkömmlich sind, auch wenn die Beweggründe andere waren. Und ist das, du sagtest, du könntest stundenlang davor stehen und siehst sozusagen immer wieder was Neues. Es ist ja im Grunde genommen die reduzierteste Form der visuellen Kultur überhaupt.
eine Farbe, wenig Form drin, erzählt uns ja eigentlich gar nichts. Wir sind als Betrachter diesem großen Schwarz, diesem ganz vielen Lichteindrücken ja komplett ausgeliefert und wir müssen uns im Grunde genommen ständig selbst befragen, was mache ich eigentlich damit? Also ich kriege hier nicht die große Erzählung geliefert, ikonografisch. Ja. Ich benutze dann eigentlich im Grunde genommen komplett einsam wie ein Mönch in der Kirche eigentlich. Ja. Es hat ja was Zen-Buddhistisches fast. Ja. Stehe ich davor und muss mich dazu verhalten. Ja, aber das stimmt und das macht mit mir als Betrachterin zum Beispiel, dass ich mich, das klingt jetzt vielleicht doof, aber dass ich mich ernst genommen fühle. Also mir wird nichts geliefert, wo ich sagen kann im Vorbeigehen, ah ja, habe ich begriffen, super, in Ordnung. Sondern ich bin ja auch gefordert, meinen Standpunkt zu ändern. Wenn ich von hier aus auf diese Bilder schaue, sehen die komplett anders aus, als wenn ich hier stehe oder wenn ich jetzt weiter bei dir dran stehe. Also ich bin ja gezwungen, die Bewegung, die sich in den Bildern befindet, nachzuvollziehen, indem ich mich selber bewege. Das finde ich richtig gut. Also da steckt für mich auch eine Überlegung dahinter, die ich nachvollziehen kann und die mit mir eben als Betrachterin macht, dass ich in meiner eigenen Wahrnehmung von dem Künstler ernst genommen werde. Ich finde das sehr interessant, das ist sozusagen sehr menschlich, es ist nicht ja. autoritär, es ist ja. dann nicht die Oberlehrermeinung, die mir erzählt, was ich zu sehen habe, sondern ich werde sozusagen als Mensch wahrgenommen und ernst genommen. Genau. Genau, und von so her macht es dann, also von so her finde ich es auch nachvollziehbar und schlüssig und logisch, dass sie komplett mit einer einzigen Farbe gemalt sind. Also weil dadurch kriegt es ja nochmal eine ganz andere Konzentration und leitet im Prinzip darauf hin, dass ich mich ja als Betrachterin vor diesen Arbeiten bewegen muss. Und das ist ja dann auch schon genug, was dann auf diesen Bildern passiert, anhand der Veränderungen des Lichts, was reflektiert wird, anhand der Bilder, die ich dann sehe, die quasi neu aufscheinen, da macht es ja. Sinn, dass die eben mit Schwarz gemalt sind und nicht mit mehreren Farben zugleich. Was ich an Soulage verrückt finde, der Mann ist über 100 Jahre alt. Die Bilder hier hat er gerade 2019 gemalt für seine Ausstellung im Louvre. Da war er 99 Jahre alt. Für mich ist das unglaublich frisch, unglaublich präsent, es ist unglaublich stark. Ja. Ist das so? Also kommt es mir so vor, weil ich Kunsthistoriker bin? Oder wirkt das, wie ist das für jüngere Malerinnen heute? Ist sowas relevant? Ist jemand wie Soulage von Interesse oder ist das einfach sozusagen historisch? Also ich mache da tatsächlich eine Unterscheidung. Also der ist relevant, als ich das allererste Mal, ich habe auf dem Weg hierher überlegt, wann war es das erste Mal, dass ich die Arbeiten von Soulage in live gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern, so lange ist es her, aber ich war damals ganz sehr geflasht und es waren auch diese Art von Arbeiten, die ich gesehen hatte und was natürlich auch aus einem eigenen künstlerischen Interesse heraus für mich sofort an Bedeutung gewonnen hatte, mit dem Wissen, okay, ich muss da mehr drüber erfahren einfach. Und wenn ich solche Arbeiten sehe, mit dem Wissen, die hat jemand gemalt, der einfach ein derart hohes Alter bereits hat, kriegen die, also im wahrsten Sinne des Wortes, ein ganz anderes Gewicht. Also weil das muss man sich immer vorstellen, es ist was anderes, wenn ein 30-Jähriger irgendwie eine Arbeit in dieser Größe malt, als wenn es jemand macht, der in diesem Alter sich befindet. Und klar, von so her ist das schon irgendwie erstaunlich. Ich meine, wir können uns dann nochmal ganz kurz dieses Bild hier angucken. Es stecken hier wirklich 75 Jahre künstlerische Erfahrung, Praxis ja. drin. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, wir haben zwei Tafeln, Diptychon. Eins ist lackiert, das andere ist matt. Das heißt, es bricht sich auch hier sitzt die Oberfläche schon anders. Und die einzige Intervention, die er sozusagen künstlerisch gemacht hat, ist, auf dieser Seite eine Diagonale reinzuziehen und hier eine Horizontale. Das ist sozusagen die reduzierteste Form, die ich mir vorstellen kann, ohne aber, dass es eine abstrakt geometrische Form ist. Wir sind hier nicht beim Malevich sozusagen Quadrat, als Nullpunkt der Malerei sozusagen, sondern hier geht es ja immer trotz allem um den Menschen, der eine Form reinzieht und nicht eine Maschine, die das macht. Also es bleibt Malerei in der Form. Und ich finde das schon erstaunlich, dass je älter er wird, desto reduzierter wird er. Man sieht das in den Arbeiten aus den 50er Jahren, die sind noch stärker gestisch, expressiver. Und je älter er wird, mit 60 Jahren hat er angefangen, die Outre-Noir-Bilder zu malen. Es wird immer weniger. Ja. Ist das die Frucht eines künstlerischen Lebens, dass man irgendwann merkt, sozusagen, man muss immer weniger sagen, um zu wirken? Oder ist das jetzt eine Überhöhung des Künstlers?
Ich kann mir vorstellen, ohne jetzt zu spekulieren, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn jemand so einer vierjährigen Kontinuität arbeitet, dass sich Gedanken, die man vielleicht zu Beginn seiner Laufbahn hatte, sich nicht verändern, dass sie am Ende komplett andere sind, sondern dass sie sich verdichten. Und von so her macht es für mich auch als Künstlerin, als Malerin ganz sehr Sinn, von den Arbeiten, die wir dort hinten gesehen haben, zu solchen Arbeiten zu kommen, weil ja im Prinzip noch die gleiche Überlegung drin steckt, nämlich auch hier bin ich ja als Betrachterin angehalten, mich vor den Arbeiten zu bewegen. Also ich kriege ja da unterschiedliche visuelle Impulse, je nachdem, wo ich stehe. Und das ist ja im Prinzip eine Fortführung des Gedankens, die auch da drüben waren, aber eben einfach malerisch anders umgesetzt. Und das, finde ich, ist auch eine, ist schön zu sehen, dass das möglich ist. Also es hätte ja auch genauso gut sein können, dass jetzt einfach immer die gleichen Bilder entstehen. Auch das kann passieren. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Und da ist einfach eine Entwicklung ganz klar erkennbar. Also ohne, dass ich mir jetzt anmaße, da irgendwie ein Urteil darüber abzugeben, aber das ist einfach für mich ganz interessant zu sehen. Ja. Genau, weil es gibt keine, also man könnte ja glauben, mit schwarzen Bildern, mit Schraffuren drin, das ist langweilig, irgendwann hat man es, aber wenn man auch diese Reihe von 7 Bildern aus den frühen 90er Jahren sieht, jedes ist anders, keins wiederholt sich, es ist, bei mir entsteht keine Langeweile, sondern ich kann sozusagen in jedem was Neues entdecken. Ja. Und das finde ich absolut faszinierend bei Soulage. Es ist wirklich keine, er hat nicht sozusagen ein Schema gefunden und wiederholt das und nudelt das durch. Ja. Da gibt es ja auch Künstler, die sozusagen einmal eine Erfolgswelle reiten und das Pferd bis zum Tode runterreiten, sondern hier ist sozusagen immer wieder von meinem Begriff was Neues entdeckt. Und wenn ich mir das so anschaue, mich erinnert das auch an Vinylplatten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch wäre gedacht, aber es ist analog. Und ich will noch mal kurz auf den Punkt des Digitalen. Junge Künstlerinnen heute sind natürlich mit Digitalität aufgewachsen, müssen sich dazu verhalten. Und ich werde auch hier häufig gefragt, machen wir hier eine digitale Ausstellung draus? Ich will das eigentlich überhaupt nicht, weil ich muss diese Dinge, ich muss die Kunst hier auch im analogen Raum auch erfahren und auch entdecken. Wie ist das für Künstlerinnen heute, dass dieses Verhältnis analog und digital? Das ist natürlich eine große Frage, klar, aber wie geht man damit um? Ist tatsächlich eine bodenlose Frage. Ja. Ist davon abhängig, ob man als Künstlerin ohnehin schon im halbdigitalen Bereich arbeitet. Das heißt, ist das ohnehin schon Bestandteil meines künstlerischen Arbeitens oder Vorgehens auf der einen Seite. Und wenn es das ist, ist natürlich die Präsentation im digitalen Raum eine viel, sag ich mal, leichter zu bewerkstelligendere. Wenn ich aber nicht so arbeite, so wie ich zum Beispiel, und einfach Malerin bin, ist das natürlich eine Herausforderung, also gerade in Zeiten wie diesen. Was macht man, wie kriegt man es hin, irgendwie dennoch Ausstellungen publik zu machen, die stattfinden? Welche Programme gibt es da? Und klar ist natürlich der Schritt zum Digitalen, zum Abfotografieren, zum Filmemachen leicht. Aber ich finde, die Arbeiten leiden. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Betrachtung in Live vor den Arbeiten. Also da, eigentlich müssen wir uns darüber nicht unterhalten, weil es liegt so auf der Hand, dass man im Prinzip eine digitale Variante eines Ausstellungsbesuches nicht gut vergleichen kann mit einem Ausstellungsbesuch in Live vor den Arbeiten, weil das auch immer noch mal was anderes macht. Und gerade, um auf Soulage auch zurückzukommen, ist es ja so, ich habe vorhin davon gesprochen, dass man eben verschiedene Standpunkte einnehmen muss, um diese Arbeiten auch in der Gänze wahrzunehmen. Das geht dann natürlich nicht in dem Moment, wo es eine digitale Version gibt von dieser Ausstellung, weil dann natürlich auch eine Standpunktbewegung vorgeschrieben ist. Also genau wie auch bei den Ausstellungen, die jetzt von mir digital zu sehen sind, ist das eben genau das Gleiche. Ja. Es gibt eine Ansichtsseite und das ist es dann. Soulage hat schon Schwierigkeiten damit, wenn man irgendwas fotografiert. Ja. Schon das ist ihm eigentlich zu viel, weil er kennt kein gutes Foto seiner Arbeiten. Genau aus dem Grund, weil er sagt, man muss es eigentlich erlaufen. Ja. Du sagtest, du kommst aus der Medienkunst eigentlich und bist dann in die Malerei im weitesten Sinne gewechselt. Ja. Kann man das heute noch machen, Malerei? Na klar, auf jeden Fall. Sollte man sogar noch. Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Das funktioniert mit den Leuten auch. Also gerade ich frage das nicht provokativ, sondern tatsächlich denke ich mir, die an der HGB sind wahrscheinlich so zwischen 25 und 30 vielleicht oder vielleicht jünger, weiß ich nicht, die Studierenden, kommen die da noch, sagen, ich hab zwei Kinder, die sind eigentlich nur noch digital unterwegs. Ja. Kommen die Studierenden dann noch irgendwie ran an das Analoge, an das Materielle und den Draht dazu? Ja. Also das ist natürlich auch stark gefärbt durch die Ausrichtung der einzelnen Klassen. Und ich betreue ja die Klasse von Professor Meller und Professor Riedel und das geht ja schon an sich irgendwie sehr arg auseinander. Ich habe selber in der Klasse von Professor Meller studiert, das ist schon einige Jahre her und kriege jetzt natürlich auch mit einem Augenzwinkern mit, okay, wie hat sich denn da auch die Lehre verändert? Und das ist ja quasi ein Gegenspiel aus dem, was der Professor oder was eben die Mitarbeiter mit reinbringen und eben auch, was die Studierenden an Erfahrung und auch an eigenen Wollen mit hereinbringen. Und das ist heutzutage natürlich was anderes als damals, als ich 2005 angefangen habe, bei ihm zu studieren. Und ja, es gibt ausdrücklich den Wunsch zu malen und sich tatsächlich auch in Maltechnologie, ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen, sich da auch weiterzubilden. Also diese Kurse sind tatsächlich ausgebucht. Es gibt dort ein Interesse daran. Vielleicht, das ist jetzt eine Vermutung, gerade weil sich so viel ins digitale Feld verlegt hat, dass dort etwas aufrechterhalten werden muss, was tatsächlich mit einer handlichen Ausführung zu tun hat, mit einem Wissen, mit einem Handwerk. Vielen Dank soweit. Und ich hoffe, Sie schaffen es bald, wenn wir wieder aufhaben, doch wirklich analog, real, sich die Kunstwerke, sich die Malerei von Szulasch anzuschauen. Und ich freue mich, Sie hier wiederzusehen. Dankeschön.